Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem verregneten Tag hier in Farming Simulator 17. Let's start again. Meine lieben Freunde, ihr seht schon oben rechts in der Ecke, es ist ziemlich spät und ich nehme erst um 15 Uhr das Video auf, obwohl ich um 16 Uhr schon mit dem Livestream anfangen wollte. Leute, bedankt euch beim lieben Revinzeit, der Junge, ohne Witz, ich war heute richtig gut in der Zeit. Ich habe um 14 Uhr alles fast durchgehabt, wollte dann Alice 17 aufnehmen und dann ging's los. Kevin, kannst du mal bitte in den Teamspeak kommen? Und zack, bumm, einfach mal eine Stunde jetzt verspätet, weil man erstmal auf den Dude jahrelang warten muss und dann, bis man da mal durch ist. Naja, gut, deswegen wird der Stream heute wahrscheinlich eine Stunde später starten, also um 17 Uhr. Also wenn das Video online ist, bin ich sowieso gerade schon am Stream, aber dann für die Leute, die vielleicht den Stream um 16 Uhr sehen wollten und dann in dem Video sehen, dass der Stream erst später gestartet ist, wissen dann den Grund. So, ich mache mich jetzt erstmal ganz kurz hier auf den Weg. Ich habe letztes Mal einfach den Trecker hier so an der Seite geparkt, genau. Und wollte jetzt nochmal ein bisschen Silage holen. Oder eher gesagt, ein bisschen gehäckselten Mais, damit wir daraus Silage herstellen können. Und es geht ja immer mehr in Richtung Lossberg. Also jeden Tag vergeht ein weiteres Video. Heute leider auch nicht ganz so aufwendig, wie ich das gerne machen wollte. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Zeit in die anderen Videos investiert. Alleine die Craft Attack-Folge ging ja heute eine halbe Stunde. Dann Planet Coaster, bin ich komplett eskaliert. Ich habe total die Zeit verloren. Oder eher gesagt, vergessen. Also da habe ich irgendwie 2,5 Stunden dran gesessen an dem Video. Da habe ich echt ziemlich lange aufgenommen. Und ja, dafür ist aber ein richtig cooles Video bei rausgekommen, wo ich echt, ja, stolz drauf bin. Ich hätte gerne heute noch eine Timelapse aufgenommen, wo ich den ganzen restlichen Mais hier abgebaut hätte. Aber das werde ich wahrscheinlich heute mit dem Video nicht schaffen. Das ist leider sehr schade, weil, wie gesagt, halt, es kann immer mal passieren, dass sowas Unerwartetes dazwischen kommt. Und ich bin einfach ein Mensch, ich muss ehrlich sagen, mir fällt das schwer, jemandem zu sagen so, ja nee, ich kann jetzt gerade nicht. Aber ich muss mir das einfach angewöhnen, muss ich jetzt ehrlich mal an der Stelle sagen. Ich muss mir einfach angewöhnen, weil auf der einen Seite finde ich es wirklich wichtig, dass die Videos auch pünktlich kommen. Das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ich schaffe es ja eigentlich immer. Es ist nur Farming Simulator, wo ich das Problem habe. Weil immer am Nachmittag geht das halt los, dass die Leute dann schreiben, ey Kevin, hast du Zeit, ne? Dies, das. Und dadurch startet dann der Stream später und so. Ich muss einfach den Leuten ganz klipp und klar sagen, wenn ihr was von mir wollt, müssen wir vorher einen Termin machen. Geht leider nicht anders bei mir. Also so spontane Aktionen, die bringen meinen ganzen Zeitplan immer sehr durcheinander und das regt mich selber dann immer ein bisschen auf. Und deswegen, ich nehme es jetzt gerade nicht übel, also nicht, dass ihr denkt, ich bin mega genervt, ne? Aber ich stelle mir mal vor, so, ihr wartet auf das Video und es kommt. Ich meine, das Video kommt ja jetzt pünktlich, aber das ist nicht so, wie ich mir das jedes Mal vorstelle, mit den ganzen Timelapse und so, die hätte ich gerne gemacht. Und ja, egal. Morgen geht es dann richtig weiter hier. Ich werde gucken, dass ich da auf jeden Fall mal ein bisschen jetzt mehr so, durchgreife und den Leuten dann sagt, wenn ich keine Zeit habe, habe ich halt keine Zeit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Wenn jemand eure Hilfe braucht oder irgendwas von euch will, ob ihr dann auch immer sagt, ja, ich komme und sofort helfen und so. Ich bin halt echt jemand, mir fällt das unglaublich schwer. Vor allen Dingen, Revi ist jetzt auch jemand, der mir echt sau viel schon geholfen hat, der mich auf YouTube unterstützt hat, in meinen Livestreams unterstützt hat, auch wenn das so eine wirkliche Hassliebe ist, die man mit ihm führen muss. Aber der Junge unterstützt mich halt auch richtig viel und da fällt es mir halt echt schwer, dann auch mal zu sagen, so, ey Revi, sorry, gerade ist echt schwer, ich habe keine Zeit oder so, ne, und ich muss mal gucken, wie ich das mache, am besten, dass ich das demnächst mal geregelt kriege, ob ich ihm dann sage, ey Junge, wir müssen eine Stunde später das machen und dann während das Video rendert oder so, kann ich ja dann mit den Leuten dann quatschen oder das klären, was geklärt werden muss, aber da müssen wir mal schauen, aber da wird es schon eine Lösung irgendwie für geben. Jetzt aber mal zurück hier auf Farming Simulator 17, liebe Freunde, denn es steht ja der Umzug kurz bevor und ich habe das ja in der letzten Folge schon alles erklärt, also wer da noch irgendwie Fragen offen hat oder so, guckt euch am besten die Folge von gestern von Farming Simulator an. Da habe ich eigentlich sehr gut alles erklärt, wie der Umzug ablaufen wird, wie ich das alles machen möchte und so und warum ich zum Beispiel alle Fahrzeuge verkaufe. Damit werde ich heute übrigens schon anfangen. Ich werde heute schon die ersten Sachen hier im Spiel verkaufen, weil ich die Mieten senken will, weil es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwelche Sachen hier auf dem Hof stehen habe, die ich nicht mehr benutzen werde und habe dann die überdimensional hohen Mieten deswegen noch. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal angehen, dass ich die ersten Sachen verkaufe. Und ja, mein Ziel wird es natürlich sein, ganz klar, die Kühe jetzt auf Produktivität 100 zu bringen und das komplette Futter nochmal aufzubrauchen. Deswegen stelle ich jetzt gerade in den Videos zum letzten Mal noch Silage dort her und mache das nicht in der Biogasanlage. Die Biogasanlage zu benutzen macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil die ist mir zu sehr verbuggt. Ich hoffe, dass die Biogasanlage auf
Losberg ein bisschen besser läuft, dass die nicht so krass verbuggt ist, weil dann werde ich die natürlich auch ziemlich hart integrieren, sag ich mal, in meinen Arbeitsablauf. Da macht das auch wirklich Sinn. Hier ist es echt aktuell ein ziemlich belastendes und schweres Thema. Und deswegen, ich mache einfach nur noch mit den Kühen Kohle. Habe ich auch, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Außer den Kuh gedrückt. Habe ich auch schon angekündigt, ne, dass ich eher mit den Kühen jetzt viel arbeiten werde, weil die halt in meinen Augen wirklich sau viel Geld bringen, wenn die eine hohe Produktivität haben. Und ja, das wird so mein Ziel sein. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall damit loslegen, dass wir dann wirklich endlich auch Gras noch farmen. Weil das brauchen wir ja für die Kühe. Wir müssen die noch mit Gras füttern. Und ich muss Stroh und sowas in den ihren Stall streuen. Das könnte ich jetzt auch mal überlegen, dass ich das gleich schon mal anfange zumindest, wenn ich eh schon mal da hinten in der Ecke bin. Hier zum Beispiel die Ballenmaschine und so, das kann ich alles eigentlich verticken. Ich kann mich mal eben hier an die Seite stellen. So, und dann gehen wir mal hier drauf und ich glaube, man konnte, ach nee, man musste unter P und dann Garage. Ne, hier gab es ja eine Garage, da ist sie. Und da kann man nämlich die Sachen verkaufen. Und das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal. Ich kann jetzt schon mal anfangen, hier die ganzen Trecker und so zu verkaufen. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht mehr. Genauso brauche ich auch nicht mehr hier diese Schaufel, die kann ich verkaufen. Den Laster, den brauche ich nicht mehr, den können wir verkaufen. Also da kommt schon echt ein bisschen Geld jetzt langsam so zusammen. Die ganzen Felder werde ich auch nicht mehr machen, also können wir auch alles schon mal verticken hier. Wie gesagt, ich werde mir dann im auf der neuen Karte auf Losberg dann das ganze Geld quasi holen oder quasi ercheaten, was ich hier habe. Und dann kann ich damit nochmal kaufen. Jo, hier haben wir jetzt auf jeden Fall schön unsere Rasenmäher. Die werden wir schön behalten hier. Den Zetter zum Wenden von Gras, den werden wir auf jeden Fall nicht behalten. Den brauchen wir nicht mehr. Genauso auch brauchen wir nicht den Schwader. Den können wir nämlich auch verkaufen. Den Bergmann, den werden wir auf jeden Fall behalten, weil den brauchen wir definitiv nochmal. Dann können wir das Ding hier verkaufen. Und das können wir auch verkaufen. Die ganzen Teile behalte ich erstmal. Ich weiß nämlich nicht, welches gerade bei den Schafen steht, welches bei den Kühen und so. Muss ich ehrlich gestehen, das Strohding brauchen wir auch. Die ganzen Fließbänder und so, da wird doch schon einiges an Geld zusammenkommen, Leute. Also damit habe ich selber nicht gerechnet. Wir sind jetzt schon bald bei einer Mille. Und wenn ich überlege, ich kann ja auf der neuen Karte auf Losberg, kann ich ja nochmal hingehen und kann auch nochmal die ganzen Nuggets sammeln. Das heißt, da kommt auch nochmal eine Mille rein. Jo, hier haben wir die Türme, das Heulager, das kann ich definitiv auch verkaufen. Genauso auch das, die kleinen Lagerhallen und so, die Bienenhäuser, die Solaranlage, ja, das kann ich auch alles verticken. Also ihr seht schon, es kommt echt, das wollte ich nicht. Es kommt echt gut Geld zusammen. Was haben wir denn hier? Güllefässer werden zum Ertragssteigerung von Feldern benutzt. Ja, nee, das brauchen wir auch nicht mehr. Ja, die Bienenhäuser, die kann ich auch schon mal verticken. Eigentlich wollte ich... Ach so, wenn man außersehen... Hä? Ach so, ich muss die anklicken, um die jetzt zu verkaufen. Okay. So. Ja, den Road Rage, den können wir eigentlich auch erstmal direkt verkaufen noch. Genau, genauso auch die Ballenmaschine, die brauche ich auch nicht mehr. Den Maishäcksler, den werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Hier die ganzen Sachen, die kann ich auch schon mal verkaufen, weil die werden wir auch nicht mehr brauchen. Und da sieht man das schon, da ist schon jetzt eine Mille zusammengekommen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Sache. Die ganzen geliehenen Fahrzeuge, die sind halt hier nicht drin. Also ich werde auf jeden Fall so noch meine 100.000, 200.000 hier mit zusammenkriegen. Und dann kommt ja jetzt noch die Kohle, die ich durch die Kühe machen werde. Und wenn ich die ganzen Kühe dann auch noch verkaufe. Also man kann davon ausgehen, ich werde wahrscheinlich so mit knapp 2 Millionen werde ich rübergehen auf die Karte, auf die neue. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als 2 Millionen. Müssen wir mal sehen, was da jetzt noch zusammenkommt, wenn ich die ganzen Kühe dann quasi verticke. Aber das ist schon mal ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, jetzt ist der eine Mitarbeiter da drin, aber das bisschen Geld, was da weggeht, komm, da kräht kein Hahn nach. Und ich werde vielleicht versuchen, auch noch etliche Aufträge, bevor ich umziehe, zu erledigen. Also, dass ich so ein bisschen als Zeitbauer arbeite. Also Zeitarbeiter, wie auch immer man das bei den Landwirten nennt. Da gab es ja irgendwas so wie Leiharbeiter. Ich glaube, Leiharbeiter hieß das. Auf jeden Fall werde ich mich damit auch noch mal ein bisschen versuchen, dass ich damit auch noch mal dann so auf die letzten Schritte ein paar Münzen zusammengekratzt bekomme, sage ich jetzt einfach mal, damit wir dann wirklich in Losberg einen sehr guten Start haben, vor allen Dingen einen sehr ertragreichen Start mit sehr viel Geld, weil mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, auf Losberg relativ schnell mit vielen Kühen zu arbeiten. Ich denke, ich werde mich darauf spezialisieren, erstmal sehr, sehr viele Kühe am Anfang zu haben, weil damit kann man wirklich gutes Geld machen, ohne viel Arbeit, meiner Meinung nach.
Und ja, dann werden wir mal sehen, wie anfängerfreundlich das ist, wenn man direkt mit Kühen anfängt, wenn man weiß, wie es funktioniert. Eins weiß ich auf jeden Fall, wir werden jetzt das Mais hier in das Silage-Ding knallen, damit wir endlich mal hier den Anhänger leer bekommen. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen nach hinten zoomen hier. Okay, dann können wir noch mal ein bisschen Stück nach hinten fahren. So, und dann lassen wir den mal auskippen hier. Sehr schön. Guckt euch das mal an, das wird ja richtig, richtig schön hier. So, und dann lassen wir den hier schön in die Mitte kippen, damit das hier dann auch schön gerade ist. Und das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Also hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dem Trecker langfahren. Ich werde mir auf jeden Fall diesen Anhänger in Lossberg auch wieder kaufen, weil der gefällt mir persönlich wirklich richtig gut. Ich lasse den jetzt aber erstmal hier ab, eben kurz. Ah, der muss noch eben zurückfahren, da, mit diesem Schiebeteil. Und dann nehmen wir nämlich das Strohding und dann würde ich sagen, werde ich erstmal ein bisschen Stroh bei den Kühen reinstreuen. Ich weiß gar nicht, ob ich etwas mehr als einen Strohballen da reinpacken kann in das Ding. Eigentlich müsste das ja klappen. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich stelle den jetzt gleich mal da oben, da hinten ab. Ich sag schon oben. Da hinten stelle ich den jetzt ab. Und dann nehmen wir den Radlader und dann hauen wir mal ein paar Strohballen rein. Und dann gucken wir mal, ob die Maschine mehr als nur einen auch verarbeiten kann. So. Das ist richtig am Regnen. Soll das Regen oder Hagel sein? Ich weiß es gar nicht genau. Dann machen wir den mal hier so, zack. Und dann spießen wir mal hier, oh, noch ein bisschen weiter runter. So, dann spießen wir mal hier den ersten Strohballen auf. Nehmen den hier so richtig schön auf die Gabel. Das klappt schon ziemlich gut mittlerweile. Also ich komme mit dem Radlader echt gut klar. Den werde ich mir auch wieder kaufen. Ich finde, das ist ein super, super geiles Teil, der hier. Mit dem komme ich echt gut klar. So, dann haben wir einen schon mal drinne. Dann würde ich sagen, hauen wir direkt den nächsten da rein. Also eigentlich müsste das funktionieren. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht klappt. Und dann können wir nämlich direkt mehr Stroh auf einmal da reinhauen. Und dann ist das auch ein bisschen angenehmer für mich. Weil dann muss ich nicht hier so oft hin und her fahren. So. Dann machen wir den erstmal schön hoch, kippen das wieder. Sehr gut, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Dann ist das Ganze auch ein bisschen leichter zu steuern. Ja, nochmal ein bisschen zurück hier. Ah, zack, und dann rein mit dem Teil. So, da haben wir den nächsten drinne. Sehr schön. Und da würde ich sagen, einen nehmen wir noch. Dann haben wir da gleich drei Stück drinne. Das sollte auf jeden Fall dann erstmal passen. Oh, nochmal ein bisschen zurück. So, den Spieß hier was runter. Ja, sehr schön. Also ihr seht schon, das ist schon relativ leicht eigentlich. Wenn man so ein bisschen die Steuerung, wow, raus hat, man darf nur nicht zu schnell sich drehen oder muss den halt ein bisschen mehr kippen hier, so. Und dann kann man das hier relativ leicht alles steuern. Also das ist schon ziemlich easy. So, sehr gut. Oh Gott, bleibt da bloß drinne, sehr gut. So, dann stellen wir das Ding hier ab. Dann würde ich sagen, fahren wir mal nach da hinten und dann drehen wir mal eine Runde. Und dann werden wir ein bisschen Stroh bei den Kühen reinstreuen. So, wir haben uns gut in Position gebracht. Dann würde ich sagen, schalten wir die Maschine mal an. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das nochmal. Musste ich hier? Geräte auswechseln? Nee. Oder war das hier? Auskippen? Ja, mit I, ne? Ja, genau, mit I. Genau, man muss die nämlich jetzt auskippen hier. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, Leute. Was wir da so reinbekommen in der Teil. Ja? Ja, genau. Er legt direkt wieder los. Sehr schön. Also ihr seht, man kann auf jeden Fall mehrere Ballen reintun. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache schon mal. Finde ich ziemlich nice. So, und der nächste Ballen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, wie sieht es bei den Kühen aus mit Stroh. Ja, das steigt so langsam, ne? Also 12.000 haben wir da schon drinne. Wir haben ja noch ein paar Strohballen, also das kriegen wir auf jeden Fall schön voll. Futter können wir auch jede Menge machen. Ich bin mal gespannt, was wir da so am Ende zusammenkriegen. Ich würde sagen, ich mache nochmal eine Runde hier Stroh rein, dann streuen wir das nochmal aus. Und dann kommen wir auch schon so langsam in die Richtung zum Ende des Videos. Im nächsten kümmere ich mich dann, wie gesagt, um das Gras, damit die dann da auch genug Futter haben. Und dann sollten die definitiv eine Produktion von 100 Dicke erreichen. Das sollte dann kein Problem sein. So, sehr schön. Den haben wir gut aufgespießt. Ah, komm, ein bisschen höher. So, den ersten Ballen haben wir schon reingepackt. Dann nehmen wir hier den nächsten. Zur Not machen wir jetzt erstmal nur zwei rein. Ist auch nicht so tragisch. Könnt ihr später nochmal einen holen oder in der nächsten Folge dann weitermachen. Ich will, wie gesagt, alles versuchen, komplett voll zu machen. Und dann baller ich einfach die Zeit einmal durch und oder mache in der Zeit ganz viele Aufträge noch. Müssen wir mal gucken. Aber Hauptsache, die Kühe produzieren sehr gut Milch in der Zeit, wo ich irgendwas anderes mache. Das ist das Wichtigste, weil so kann ich nämlich sehr viel Geld nochmal ansammeln, bevor es an den großen Umzug geht. Oh, der liegt so ein bisschen da oben drauf, ne? Ah, nee, den müssen wir nochmal einen ganz kleinen Stupser hier an der Seite verpassen, damit er dann da reinfällt. So, dann können wir nämlich jetzt hier einsteigen und dann fahren wir da eben hinten rum und dann
hauen wir da nochmal ein bisschen Stroh rein. Und dann kommt die nächste Ladung Stroh für unsere Kühe. Da freuen sie sich drüber, hoffentlich. Ich hoffe, dass sie sich darüber freuen. Und zack. Und jetzt müsste der, ja, fällt da rein. Sehr schön. Sehr gut. Und da haben wir direkt die nächste Fuhre Stroh. Ja, die werden auf jeden Fall schon eine gewisse Produktivität bekommen. Ich denke mal so 80% auf jeden Fall. Und dann werden die schön Milch wieder produzieren. Und da müssen wir uns dann keinen Kopf machen. Ich würde sagen an der Stelle, liebe Freunde, das war es auch schon heute wieder mit dem Video. Wir haben auf jeden Fall gut wieder was geschafft. Wir haben ein bisschen mehr Silage hier hingebracht. Oder besser gesagt, gehäckselten Mais. Hier haben wir übrigens auch noch was stehen. Das können wir auch mal alles wegbringen, hier die ganzen Trecker und sowas. Dann haben wir nämlich nicht mehr die Gebühren und so. Das ist ja alles geliehen. Ich glaube, in der Zeit, wo ich mich verabschiede, kann ich ja schon mal dahin fahren und das hier wegbringen, weil das werden wir auf jeden Fall nicht mehr brauchen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne das Ganze zeigen, indem ihr ein Däumchen nach oben da lasst und einen netten Kommentar. Sorry, dass das Video etwas später kommt oder besser gesagt, dass der Livestream später kommt. Das Video kommt ja in dem Sinne pünktlich. Ich habe ja gesagt, 18 Uhr immer jetzt Farming Simulator den Monat über oder so lange, wie halt Varo läuft. Wenn Varo vorbei ist, dann kommt auch Farming Simulator wieder um 16 Uhr. Und ja, sorry, dass der Livestream heute darunter ein bisschen leidet, aber ich muss halt gucken, wie ich das alles wirklich unter Dach und Fach gebracht kriege. Jeden Tag 4 Videos zurückgeben, jo, können wir machen. Da kriegen wir halt einfach gar keinen Cent. Das war echt ein bisschen dumm. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh Gott, ich bin so dumm. Tschüss zusammen.